sonniges. Hallo, hier sind wir wieder bei Sunmobile Cars in Markt Indersdorf. Und ich darf wieder dabei sein. YouTube-Projekt Fahrzeug der Boxlife 630. Was haben wir nicht schon alles erlebt? Nicht? Also wir hatten eine Rundum-Keramikversiegelung, wir hatten die Federung, wir haben die Solaranlage und heute kommt das Thema Kleiner Scherz. Elektrik, eigentlich so ein Triathlon der Elektrik. Ne? Weil wir gucken uns mal an, Einbau, Umbau, Batterie, Ladebooster, Wechselrichter. Warum, wieso und weshalb? Schauen wir doch mal. Wir fangen mal mit der Batterie an und erstmal keinen Schreck kriegen, nicht, wenn Sie das hier sehen, was ist das denn? Wir machen hier Batterie und Elektrik und hier ist da so ein Labberkram. Das machen die nur nicht, damit gerade nichts dreckig wird. Also keine Sorge, das wird hier nicht verlegt, sondern wir sind hier beim YouTube-Projektfahrzeug, Thema Batterie. Also eigentlich ja serienmäßig AGM, aber ganz ehrlich, gut, die ist vielleicht etwas günstiger, aber doof, weil so eine AGM-Batterie serienmäßig kann man voll beladen, aber nur bis zur Hälfte entladen, wenn man weiter entlädt. Geht die kaputt, das wollen wir nicht. Also dann doch lieber hier, nicht so eine Lithium-Batterie, die kann man voll beladen, aber auch voll entladen. Außerdem ist sie nur halb so schwer wie die serienmäßige AGM und es gibt hier noch eine App und das ist dann klasse. Einfach dann gucken und kontrollieren, nicht? Wie ist der Ladezustand, was geht rein, was geht raus. Und dafür darf es ruhig ein bisschen teurer sein. Ach so, noch ganz wichtig, Seppi, vielleicht schwenkst du mal da. Da steht nämlich 200 Amperestunden. Das ist jetzt auch nicht so selbstverständlich. Vielleicht noch mal ganz kurz. Also normalerweise serienmäßig ist da drin eine AGM nicht mit 95 Amperestunden. Und dann wird gerne mal aufgerüstet mit einer Lithium 100 Amperestunden. Kann man machen. Hier beim Projektfahrzeug hat man gesagt, nö, gleich von Haus aus AGM raus und eine vernünftige 200 Amperestunden Lithium-Batterie rein. Kann man, muss man nicht. Ich würde es aber. So, und dann hätten wir hier den Ladebooster eingebaut. Das zweite Teil unseres Elektrik-Triathlons und ganz viele Kabel und Anschlüsse. Und da bin ich ein wenig überfragt und überfordert. Aber da haben wir unseren Fachmann, den Dennis Möller, den Juniorchef von Sunmobile Cars hier in Markt Indersdorf. Dennis, Ladebooster, viele Kabel, da brauche ich jetzt deine Hilfe. Ja, ist eigentlich gar nicht so schwer. Gerd, einen Ladebooster haben wir jetzt seit circa ein, zwei Jahren. Und zwar aus dem Grund, weil wir jetzt intelligente Lichtmaschinen verbaut haben. Die Lichtmaschine, die lädt ja nicht nur die Starterbatterie vom Motor, sondern eigentlich eben auch die Lithiumbatterie. Eigentlich aber auch wieder nicht, weil die ist intelligent und schaltet eben ab, sobald die Starterbatterie voll ist. Und dieser Ladebooster hier, der sorgt eben dafür, einfach gesagt, dass der Strom von der Lichtmaschine hinter in unsere Lithiumbatterie jetzt kommt. Ja, dass, wenn wir fahren, sozusagen unsere Batterie auch geladen wird. Ja, also verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Normal wird die Batterie sozusagen nur geladen, also die Wohnmobilbatterie, wenn du am Strom angesteckt bist über dein Ladegerät und in dem Fall eben auch, wenn ich fahre. Ja, und das ist jetzt eben ein etwas größerer Booster, eine ganz neue Geschichte, eine Weltneuheit, der bis zu 60 Ampere Ladestrom bringen soll. Das Ganze probieren wir jetzt hier auch zum ersten Mal aus, ist made in Germany. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was er kann. Und das sind Erfahrungswerte von euren Kunden, die irgendwann gesagt haben, Mensch, wir stehen dann doch oder wir waren in der Pampa oder Batterie leer, wie auch immer. Was kann man denn da machen, damit wir einfach durchgängig fahren können und uns das nicht passiert? Genau, also viele Leute fahren halt sehr spontan am Wochenende weg, haben eben nicht die Möglichkeit, gerade in der Stadt ihr Wohnmobil am Strom anzustecken und müssen daher so autark wie möglich sein, haben meistens, wie gesagt, auch das Solarpanel drauf. Ja. Das haben wir ja schon vorgestellt. Na ja, klar. Da gibt es dann auch noch einen Solarregler, pipapo. Mhm. Aber das Coole ist, mit dem Ladebooster wird die Batterie, also die Aufbaubatterie, in dem Fall die Lithium, immer geladen, wenn ich den Motor am Laufen habe. Also immer wenn ich fahre, wird es eben durch dieses Gerät geladen. Ja. Toll! Der Dennis ist wieder rein, Kundschaft. Aber vielleicht ist Ihnen vorhin was aufgefallen, wenn wir da mal reingucken. Ne? Da steht da so ein bisschen, na, ich möchte ja beinahe sagen, schief und krumm, nicht? Und wer den Dennis kennt, der weiß, auch der ist eigentlich dafür, dass alles richtig schön und gerade und ausgerichtet und überhaupt. Aber das hier macht Sinn. Denn hier das Ladegerät und der Ladebooster. Und dieser Ladebooster, der hat richtig viel Power. Nee, nicht so wie das Ding, was normalerweise drin ist, hier dieses kleine Teil hier mit diesem kleinen Kabel. Sondern das hat richtig Power mit, kann man das sehen? Mit diesen fetten Kabeln hier. Da muss ja auch richtig was durchgehen. Und damit das richtig funktioniert, müssen vor allen Dingen hier, vielleicht kann man da noch mal kurz schauen, Seppi, hier die beiden Lüfter müssen dann da frei sein, damit das Ganze auch richtig funktioniert und die Kraft sich dann richtig umsetzt. Das wollte ich noch mal loswerden. Das sieht vielleicht nicht so toll aus, aber es funktioniert fantastisch. Unser Elektrik-Triathlon. Was hatten wir denn schon? Wir hatten Ladebooster, wir hatten Batterie und jetzt kommen wir zum Wechselrichter. Also wir fangen mal hier an, weil das gute Stück steckt jetzt irgendwo in der Steckdose. Ist ja klar, wenn man irgendwo steht. Campingplatz oder zu Hause. Kabel, Kabel, Kabel. Und das Ganze eingesteckt hier in unserem YouTube-Projektfahrzeug. Und was dann? Batterie wird aufgeladen und wir haben auch 220 Volt. Also wir können Kaffee trinken und föhnen und was man nicht alles machen kann. Aber was ist, wenn man irgendwo steht?
man hat keinen Strom. Dann hat man nur 12 Volt. Oh, blöd. Was ist, wenn man also irgendwo steht, keinen Strom hat, das Kabel nicht anschließen kann und trotzdem Lust auf Kaffee hat, sich föhnen will oder wie auch immer, dann, Seppi, folge mir unauffällig, macht man Folgendes, man baut nämlich hier auch noch, kann man den sehen, einen Wechselrichter ein. Und der schafft es dann, auch ohne Kabel, wenn man hier die 12 Volt Lithium-Batterie hat, daraus dann eben auch 220 Volt zu machen. Super. Und deswegen ist das da auch mit drin. Unser Elektrik-Triathlon, was haben wir nicht alles? Batterie, Ladebooster, Wechselrichter, aber all das muss natürlich noch richtig angeschlossen werden und eingebaut werden. Und dafür gibt es hier natürlich einen weiteren Fachmann, den kennen wir auch schon nicht, zum Beispiel aus der Werkstatttour. Ne? The Machine, der Top-Mechaniker hier von Sunmobil Cars in Bad Indersdorf, der Christian. Und der sitzt schon bereit. Christian, sorry, jetzt habe ich dich die ganze Zeit von der Arbeit abgehalten. Ich habe einiges vorgestellt. Hi, wie geht's denn jetzt weiter? Was musst du noch alles machen? Ja, noch ganz kurz zum Wechselrichter. Ja. Der macht statt 220, 230 Volt, weil das Stromnetz in Deutschland seit 1987 auf 230 Volt erhöht worden ist. Aber gut, das ist angekommen, dafür ist er der Fachmann. Vielen Dank. Ja, okay, also 230. Gut, dann, was wir halt als nächstes machen müssen, als nächsten Schritt, sind halt diese ganzen Kabel mal miteinander verbinden. Ja. Die roten ist alles Plus, aha, die schwarzen ist alles Minus. Ja. Die schwarzen kommen dann alle hier über diesen Messschank. Messschank. Dieser Mist, dass man halt sieht, wie viel Strom man braucht oder wie viel Strom die Photovoltaik bringt oder der Ladeboost und das Ganze, dann gehen hier die ganzen Minuskabel drauf. Man kann auch das dann über die App anschauen oder halt auch über das Display, dass man halt genau weiß, okay, so lang bin ich autark. Ach, und cool. Das Ganze. Ja, ja. Also hat nicht nur die Batterie hier diese App, sondern auch, dieser Bauchbatteriecomputer genannt, ja. Mhm. Okay. Und was wir halt dann auch noch machen müssen für den Ladeboost, sind ja dann das hier, die zwei Kabel. Einmal was zu der Batterie geht und einmal was er von der Starterbatterie bekommt. Das wäre dann das Kabel. Und die müssen wir halt mit der Sicherung noch alles verbinden und halt dann auch auf diese Batterie noch mit anklemmen. Wow. Boah. Und dann am Schluss noch diesen schönen Solarregler. Der kommt dann auch noch hier rein, damit wir halt auch, wenn es bei so einem schönen Wetter wie es heute ist, die Batterie geladen wird. Viel Know-how, viel Arbeit, viel Leidenschaft. Das Projektfahrzeug, YouTube, hier bei Sunmobil Cars im Markt Indersdorf. Wenn Sie weiterhin dabei sein möchten, wenn ihr dabei sein wollt, dann unterstützt die doch hier. Die machen sich so viel Arbeit. Für Sie, für uns, auch für mich. Und deswegen dran denken, LKA liken, kommentieren, abonnieren und dabei bleiben, weil es geht ja weiter mit dem Projektfahrzeug. Und auch beim Christian geht es ja weiter. Und das ist jetzt quasi noch unser kleiner Anhang, weil der Christian wird jetzt in der nächsten Zeit jetzt dann richtig zuschlagen und alles einbauen, richtig anschließen, alles verlegen. Und das werden wir dann im Zeitraffer nochmal kurz zusammenfassen, weil so viel Zeit muss sein. Das ist nämlich auch richtig, richtig spannend und toll, wie er das so macht. Also, und wir sehen uns bald wieder. Ciao.